Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. Heute schauen wir uns mal wieder was aus dem Hause Nubert an, und zwar was Aktives, und zwar die Nupro SP500. Und da schauen wir mal, was der Lautsprecher so drauf hat und wie er so klingt. Bleibt doch einfach dran, das wird spannend. Los geht's, euer Speakerschocker! Die Nupro SP500 kommen mit einer Höhe von 103,2, einer Breite von 18,5 bzw. mit den Füßen 27,3 und einer Tiefe von 22 bzw. mit den Füßen 30,6 cm daher. Gewicht bringt der Master Lautsprecher 17,6 und der Slave Lautsprecher 17,2 kg auf die Waage. Es ist ein aktives Lautsprecherpärchen. In einem Lautsprecher steckt die ganze Verstärkertechnik und in einem anderen Lautsprecher, der wird einfach an dem Lautsprecher angeschlossen. Das ist eine Master- und Slave-Technologie. Und da denkt man jetzt bei dem Gewicht und der Größe, ach, das kriegt man ja leicht getragen, wunderbar. Ja, nee, so ganz so geil ist es nicht, denn die Lautsprecher kommen zusammen in einem Karton geliefert und der Karton, der ist dann auch ein bisschen groß und wiegt dann, glaube ich, auch um die, was waren es, 40, 42 Kilo ungefähr. Und dann ist das mit dem engen Treppenhaus gar nicht mehr ganz so geil. Designmäßig ist der Lautsprecher eher so ein bisschen auf der zurückhaltenden Spur und findet so, glaube ich, in jedem Raum, jedem Wohnzimmer ein neues Zuhause. Das Design wirkt jetzt nicht unbedingt am auffälligsten, es ist aber auch nicht übertrieben langweilig. Besonders schön finde ich diese Rundungen, denn so wirkt der gesamte Lautsprecher einfach nochmal ein bisschen schlanker und eleganter. Interessant gelöst finde ich die Füße, auf denen der Lautsprecher ruht. Das wirkt schon so ein bisschen interessant, aber auch irgendwo filigran und ist so ein bisschen so der Hingucker des Lautsprechers. Aber keine Sorge, original ruht der Lautsprecher auf Gummifüße, aber diese lassen sich zum Beispiel auch durch Spikes, wenn man möchte, austauschen. Ausgestattet sind die Nubert Lautsprecher jeweils mit einem 25 mm Seidengewebe-Hochtöner und drei 148 mm Tiefmitteltöner mit einer Polypropylenmembran. Ein Tiefmitteltöner gibt dabei aber eher so die Mitten wieder und die beiden anderen jeweils im Lautsprecher den Bass. Die Anschlüsse des Lautsprecherpärchens finden sich an der Rückseite des Master-Lautsprechers. Da wäre zum einen der 2.1 HDMI-Anschluss mit EARC, also den Enhanced Audio Return Channel, der uns sogar erlaubt, nicht nur PCM-Signale, sondern auch Dolby Digital oder DTS-Signale in den Lautsprecher einzuspeisen. CEC wird auch unterstützt, so könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr den Lautsprecher an den Fernseher anschließt, den Lautsprecher auch mit der Fernsehfernbedienung steuern. Dazu gesellt sich noch ein optischer digitaler Eingang, ein koaxialer digitaler Eingang, ein analoger RCA bzw. Change-Eingang, Bluetooth 5.0 haben wir auch, aptX, aptX HD wird hier unterstützt, alles gar kein Problem, und ein Subwoofer-Anschluss für einen aktiven Subwoofer haben wir auch noch. Dann haben wir noch den Anschluss, um den anderen Lautsprecher mit diesem Lautsprecher verbinden zu können, falsch kann man das gar nicht machen, das mitgelieferte Kabel ist 5 Meter lang. Dann noch den Stromanschluss mit Schalter und fertig! Nubert spendiert den SP500 insgesamt 4 Endstufen. 2 Endstufen pro Lautsprecher, es dürften, glaube ich, Class D-Endstufen sein. Da haben wir eine Endstufe, die ist so ein bisschen für den Hochton-Mitteltonbereich und eine Endstufe für den Bassbereich. Die Endstufe für den Hoch-Mitteltonbereich, die leistet um die 20 Watt und die für den Bassbereich um die 60 Watt. In der Spitzenleistung ist sogar noch ein bisschen mehr drin. Ein Frequenzgang gibt der Hersteller hier von 33 bis 22.000 Hertz bei minus 3 dB an. Zur Bedienung des Lautsprecherpärchens liefert Nubert hier auch eine Fernbedienung mit bei. Diese ist einfach aufgebaut und macht doch einen guten Eindruck und liegt auch, wie ich finde, recht gut in der Hand. Das Metallfinish hier an der Oberseite, das gefällt mir dabei richtig gut. Es ist jetzt hier nichts übertrieben Geiles, aber da hatten wir auch schon wesentlich Schlimmeres. Über die Fernbedienung lassen sich dann zum Beispiel Toneigenschaften einstellen, wie Bässe und Treble können wir ändern. Wir haben hier sogar noch eine kleine Loudness-Funktion. Loudness, kurz gesagt, unser Gehör, wenn wir sehr leise hören, können wir Bässe und Höhen nicht unbedingt gut wahrnehmen. Und mit der Loudness-Funktion können wir gerade dann, wenn wir leiser hören, wird dann der Bass nochmal ein bisschen massiv angehört, sodass sich das für unser Gehör, weil wir ja in leisen Sachen Bass nicht gut, gut wahrnehmen können, hört sich das dann wieder ein bisschen ausgeglichener an. Heißt aber nicht, dass wir im Gesamten mehr Bass haben, denn je lauter man dann wieder hört, desto weniger wird dieser Loudness-Effekt, sodass wir irgendwo bei einer gewissen Lautstärke gar keinen Unterschied mehr haben. Es ist nur was für die leiseren Passagen. Dann können wir auch noch so eine White-Funktion nutzen hier, dass die Bühne des Lautsprechers einfach ein bisschen weiter wird, ein bisschen spektakulärer klingt oder das Ganze auch einfach ein bisschen sprachbezogener von vorne machen, damit man die Sprache ein bisschen besser versteht. Das Ganze kann man aber auch mit dem Multifunktionsdrehrad an dem Master-Lautsprecher selber einstellen. Lobend zu erwähnen an dieser Stelle finde ich die Ein- und Ausschaltautomatik von dem Lautsprecher.
Denn schaut ihr Fernsehen oder sowas, macht das Gerät aus, und aber die Lautsprecher sind noch an, gar kein Thema. Lautsprecher schalten sich automatisch aus, und wenn auch wieder ein Signal kommt, schalten die sich auch direkt zügig wieder ein, ohne dass man jetzt ein Gott weiß wie lautes Signal in dem Lautsprecher überhaupt reingeben muss. Da reicht schon ein leises Signal, das kriegt der Lautsprecher direkt mit, und der Lautsprecher geht dann auch automatisch wieder an und stellt sich auf diese Lautstärke ein, wie wir ihn zuletzt eingestellt hatten. Funktioniert tadellos. Klanglich spielt der Lautsprecher schon ein bisschen anders, vielleicht so, wie man es schon gar nicht mehr gewohnt ist. Fangen wir mal mit dem Bass an. Der Bass, der kommt mit gut Dampf und Punch aus dem Lautsprecher raus, der auch gut in den Raum abgegeben wird. Nehmen wir mal See You Again im Pharrell Remix. Da kommt das richtig gut, und das ist auch so, wie der Bass aus dem Lautsprecher rauskommt, kauft man es ihn ab. Der kommt mit genügend Druck, richtig cool, aber ohne dass jetzt zu übertrieben ist, so wie der Lautsprecher aufgebaut ist, kauft man es ihn ab. Es ist nicht zu viel, dass man jetzt sagen muss, oh, da haben sie jetzt aber irgendwas reingedichtet, was da gar nicht sein soll. Und zu wenig ist es aber auch auf gar keinen Fall. Das passt schon soweit. Generell so tiefere Bässe oder smoothere Bässe, weichere Bässe stehen im Lautsprecher schon ganz gut. Nehmen wir mal Klassiker, New Order, Blue Monday, der schnelle Bass. Wenn das Lied anfängt, kriegt das noch hin, kommt aber dann die Melodie mit ins Lied rein, dann denkt der Lautsprecher sich, nee, auf den schnellen Bass im Lied habe ich jetzt nicht ganz so Lust. Ich nehme eher diese weichere Bassgeschichte von der Melodie und drücke das dann noch ein bisschen in das Lied rein. Macht man es ein bisschen lauter oder so, ja, dann kommt schon dieser schnelle Bass, der kommt dann schon richtig cool rüber. Schön ist, der Lautsprecher ist gar nicht mal so aufstellungskritisch. Da hatten wir schon andere Nubert-Lautsprecher, gerade wenn es Bassreflex vor hinten rausfeuert. Und dann haben wir dann die Rückwand zum Beispiel, und die Wand zum Nachbarn ist jetzt nicht gerade so die tollste, dass es da Probleme geben könnte. Ist bei den SP500 gar nicht mal das Problem. Dann im höheren Bass hin zu den Mitten haben wir aber so eine Situation, da fehlt mir ein bisschen was. So 80 bis 200 Hertz ungefähr. Da fehlt irgendwie so ein bisschen was. Vorteil dabei ist allerdings, die Sprachverständlichkeit ist bei dem Lautsprecher wunderbar. Ich weiß ja nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist. Gerade so in deutschen Filmen oder Sendungen oder auch Interviews oder so, was manche Leute sich da ein zurechtnuscheln oder ins Mikrofon 3 Kilometer weit weg, die versteht man gar nicht. Habe ich hier bei dem SP500 aber gar nicht mal so das Problem, dass man da die Sprache gar nicht hört. Und man könnte sie ja noch verbessern, aber ich habe diese ganzen Klangverbesserer immer eigentlich ausgelassen. Instrumente oder so lassen sich aber auch wunderbar schön raushören. Der Lautsprecher spielt generell dynamisch und klar, nur halt nicht der wärmste. Aber wie gesagt, Instrumente lassen sich schön raushören, gerade E-Gitarren oder sowas. Das bringt der Lautsprecher sehr gut rüber, manchmal fast sogar schon zu gut. Und das Ganze ist auch schön von der Stimme gelöst, so dass man das auch alles separiert und strukturiert hören kann. Die Räumlichkeit ist allerdings, ja, links, rechts, Mitte haben wir, passt wunderbar. Aber er hat jetzt nicht das Riesenspektakel, dass man jetzt, ich sag mal, extrem mitgenommen wird. Dass, ich sag mal, das fast schon umrundet wird. Es gibt ja manche Lieder oder so, da ist es extrem breit, die Bühne oder sowas. Das kriegt der Lautsprecher auch hin, aber halt nicht so extrem, wie man das vielleicht schon von manchen Lautsprechern so gewohnt ist. Da ist er jetzt nicht zurückhaltend, will ich nicht sagen, aber vielleicht einfach mal so ein bisschen neutraler. Vielleicht hier auch sogar einfach ein bisschen ehrlicher. Der Übergang von den Mitten zu den Höhen oder die Höhen von den Mitten, das passt wunderbar. Da ist nichts, was fehlt. Und hat man es jetzt leise, sage ich mal, dann spielt der Hochtöner richtig cool. So kleinste Details lassen sich in den Lied noch raushören. Wie gesagt, der Lautsprecher, der spielt ein bisschen auf der kühleren Seite, aber auf der klaren Seite, deutlichen Seite. Ich will jetzt nicht sagen, dass er in die analytische Richtung geht, das er nicht. Aber auf jeden Fall auf der klaren Seite, das will ich mal so sagen. Und jetzt haben wir schon so ein bisschen über Klang geredet. Bevor wir zum Soundcheck kommen, schauen wir mal kurz die Messungen an. Schauen wir uns das Ganze hier mal so an, dann können wir tendenziell hier schon mal sagen, der Lautsprecher spielt, ja, schon ein bisschen ausgeglichen. Aber schaut mal, was im höheren Bass bzw. tieferen Mittelbereich los ist. Da fehlt ja echt ein bisschen was, aber ansonsten ganz okay. Schauen wir mal ganz kurz hier durch. Wenn wir jetzt hier den Loudness aktivieren, dann sehen wir, dass hier auch der Bassbereich ein bisschen angehoben wird. Und wenn wir jetzt hier im Einstellungsmenü den Bass voll hochdrehen oder komplett runternehmen, sieht das Ganze so aus. Und interessant ist ja hier auch, ihr kennt es vielleicht von älteren Stereoverstärkern oder so oder generell, wenn man da die Bass-Taste drückt, dann ist das oft so, dass nur ein gewisser Frequenzbereich angehoben wird. Meistens irgendwie so um die 80, 60 Hertz rum. Und hier ist es aber so, dass selbst die tiefsten Bässe komplett mit angehoben werden oder auch gesenkt werden. Finde ich gut. Und bei den Höhen ist das Ganze genauso. Und jetzt haben wir schon so viel über den Lautsprecher und über den Klang gesprochen, philosophiert. Und ich habe auch hier wieder einen kleinen Soundcheck für euch vorbereitet. Dieses wäre 3 dB Neural. Also tragt dazu am besten eure Kopfhörer, damit das beste Ergebnis bei euch rüberkommt. Viel Spaß dabei.
was once your pride, my faults. Thought our castles of sand were made to withstand the tide of the ocean. And we were driving right into the sun. And summer was round the corner, forever young. Circled up pretending, keep on smiling in my tiny bubble, like a movie without ending, spending time like it was growing. Auch wenn der Lautsprecher nicht ganz mein Geschmack getroffen hat, aber bin ja auch nur ich, finde ich den Lautsprecher trotzdem recht interessant. Denn der Lautsprecher ist einfach aufgebaut, wir brauchen keinen Verstärker mehr, ist alles mit drinne. Einfach anschließen, das geht einfach und läuft auch direkt. Da braucht man nichts einstellen, läuft direkt auf Anhieb. Und das finde ich, ist eine coole Sache. Und was da lautstärkemäßig bei rauskommt, das macht schon eine Menge Spaß. Der Preis liegt um die 1300, also 1300 bis 1400 Euro. Somit finde ich ihn viel interessanter als viele Soundbars, die es auf dem Markt gibt. Denn man kann Fernsehen, passt wunderbar, Sprachverständlichkeit passt. Und wenn was aus der Mitte kommen soll im Film oder sowas, geht das auch ganz gut. Und Musik hören lässt sich darüber hinaus, dann weil wir halt ein schönes Stereo-System haben, auch wunderbar.
Aber liebe Leute, schreibt mir doch mal eure Meinung zu den SP500 unten in die Kommentare oder generell, was ihr zu dem Thema halt Soundbar und Lautsprecher, was haltet ihr davon? Lieber die Soundbar oder doch den Lautsprecher, weil der Lautsprecher ist jetzt auch nicht unbedingt der größte. Also Platz sollte schon sein, wenn nicht, dann nimmt man halt die Regalvariante, den SP200. Vielleicht, wenn ihr Bock habt, schreibt mal unten in die Kommentare, dann schaue ich mir den auch noch an. Und wenn ihr sehen wollt oder hören wollt, wie der Nubend Nevero 60 so klingt, dann schaut mal hier oben in dem Video rein, das habe ich euch verlinkt und dann bin ich jetzt hier am Ende dieses Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dann gerne einen Daumen nach oben da oder gebt dem Kanal auch gerne ein Abo und dann würde es mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video alle zusammen wiedersehen. Macht's bis dahin gut, liebe Leute, bleibt mir gesund und munter. Bis dahin, euer Speaker Schocker. Tschüss!